Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, dem Beginn einer neuen Woche der Quarantäne-Show. Heute ist Dienstag, der 17. November 2020. Boah, fast schon ein bisschen spät, eine neue Woche zu beginnen. Normalerweise beginnt eine neue Woche ja am Montag, aber hier am Dienstag, denn wir sind absolut verrückte Leute und deswegen nehmen wir uns das raus, dass die Woche erst heute beginnt. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid wohlauf in der nächsten Woche des Lockdown-Light, die wir gerade erleben. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Abend den ersten Gast dieser begrüßen darf. Es ist eine Autorin, eine Moderatorin und eine Juristin, eine Rechtsanwältin. Also für mich mega gefährliches Gebiet heute. Ich muss aufpassen, was ich sage, wie immer, wenn Juristen anwesend sind. Ich begrüße mit großer Freude Laura Karasek. Herzlich willkommen. Schön, Hallo. Dass du Zeit hast. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute Abend über Gott und die Welt, über Corona, über die Situation und natürlich über dich. Ich freue mich, dass du da bist, dass du Zeit überhaupt hast. Du bist ja eine vielbeschäftigte Frau, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, du, ich bin total beschäftigt. Du, wer heute nicht beschäftigt ist, ist ja schon uncool fast, ne? Das ist ja, jeder tut ja auch immer. Selbst wenn man nicht beschäftigt ist, muss man sehr beschäftigt sein. Wenn man zu viel Zeit hat und immer verfügbar ist, Stress ist ja so ein bisschen das neue Statussymbol, habe ich den Eindruck. Das stimmt, ja. Bist du dann gestresst, weil du dem Statussymbol genügen willst oder bist du es wirklich? Ich bin sowieso immer sehr leicht gestresst, weil ich ein unfassbar hektischer Mensch bin. Aber ja? Ich liebe Stress. Also ich liebe nichts mehr, als viel zu tun zu haben. Ich kann überhaupt nicht gut so rumgammeln oder so. Was passiert dann, wenn du gezwungen bist, mal nichts zu tun oder das zu tun, was du rumgammeln nennst? Was passiert dann mit dir? Das macht mich nervös. Dann werde ich eben total rastlos und hektisch und denke, ich muss jetzt ganz schnell 5 neue Projekte anfangen. Oder dann fallen einem ja auch so unsinnige Dinge ein. Also wenn man dann mal Zeit hat, dann denkt man ja, oh Gott, jetzt müsstest du mal Ablage machen oder jetzt müsstest du mal, weiß ich nicht, die Post durchgehen oder jetzt musst du Glühbirnen besorgen oder so. Und das stresst mich dann so unermesslich, dass ich lieber Arbeitsstress habe, weil sonst muss ich mich ja um das Zeug kümmern, auf das man wirklich nie Bock hat. Und solange man Stress hat, hat man ja die beste Ausrede, um zu sagen, ja, das schaffe ich jetzt nicht. Also hier Versicherungsbriefe beantworten, das schaffe ich jetzt nicht. Aber das ist ja, weißt du, es gibt ja guten Stress und es gibt schlechten Stress. Und alles, was so beruflich ist, finde ich immer, ist guter Stress, weil man das Gefühl hat, man wird gebraucht oder man macht irgendwie was einigermaßen Sinnvolles. Aber alles, was so mit Haushalt zu tun hat oder mit Besorgungen oder zu Behörden gehen oder Ärzte-Check-ups machen, das finde ich immer furchtbar. Wie ist denn die Situation, die du jetzt in all dem, was du aufgezählt hast, gar nicht angesprochen hast, nämlich der Moment, dass du all das, die Vorstellung, dass du all das gemacht hast, also sowohl den Formalkram, du hast das Büro aufgeräumt, du hast alle Bücher zu Ende geschrieben, du hast alle Sendungen vorbereitet und jetzt hättest du wirklich die Situation, dass du einfach nur bedingungslos Zeit hättest, es wäre alles gemacht. Ist das der größte Albtraum, den du dir vorstellen kannst? Nein, ich nehme mir ja schon, also für mich ist Zeit haben auch sowas wie, ich mache zum Beispiel jeden Tag Sport, aber das ist auch etwas, was ja so ein bisschen teilweise auch in unserer Gesellschaft mit so Druck verbunden ist. Das ist zwar etwas, das tue ich für mich, aber ich fühle mich zum Beispiel schon scheiße, wenn ich einen Tag keinen Sport mache. Also das hat schon sowas Zwanghaftes bekommen. Oder wenn ich Zeit habe, dann lese ich. Ich lese sehr gerne Bücher, weil mich das interessiert, weil ich selber schreibe, weil ich auch immer so gucken will, was macht die Konkurrenz? Können die es besser als ich? Manche ja, dann ist man deprimiert. Oder einige, viele. Aber selbst Lesen empfinde ich manchmal so als Hausaufgabe. Kennst du? Oder selbst Fernsehen, weil ich so denke, ja, ich muss ja sehen, was die anderen so machen, damit ich irgendwie inspiriert werde. Kennst du das? Ja. Ja, klar. Also ich gucke schon auch viel und ich gucke dann auch gern und ich
Ich gucke dann auch, um zu sehen, welche Ideen haben andere. Manchmal freue ich mich auch einfach drüber, dass andere geile Ideen haben. Manchmal denke ich auch, oh, schön, hätte ich auch gerne gehabt. Ja. Aber tatsächlich empfinde ich da, ich muss sagen, ich habe mich da von dem Konkurrenzgedanken so verabschiedet. Also den hatte ich auch lange, dass ich so den Eindruck hatte, da macht jetzt jemand was und warum ist dir das nicht eingefallen und warum warst du da nicht? Und heute denke ich, na, ach, dass man muss auch ein bisschen entspannter sein. Deswegen, ich komme nur deshalb drauf, weil du gerade so den Begriff der Konkurrenz genannt hast. Also du liest Bücher, um zu sehen, was die Konkurrenz so macht. Hast du denn wirklich das Gefühl, das sind Konkurrenten und liest es auch mit so einem Blick darauf? Nein, das war natürlich so halb ironisch, aber ich glaube, man hat das, was du gerade beschreibst, ich glaube, man hat immer beides. Man macht sich, man muss sich versuchen, auch manchmal komplett frei von Neid zu machen. Und das ist manchmal auch ein Kampf, den man sich gegen sich selber, finde ich, ganz bewusst führen muss, dass man sich vor Augen halten muss, was habe ich und warum habe ich das jetzt nicht geschafft oder so. Und ich bin eigentlich immer beruhigt, wenn die deutsche Literatur lebt und wenn ich da tolle Autorinnen entdecke und genauso beim Fernsehen, ich empfinde eine Mischung, so ein ganz bisschen Neid, dass man sagt, oh, richtig geiler Einspieler, richtig coole Idee, geile Gameshow hatte ich leider nicht, aber zu 80% empfinde ich eher so genug, nee, wie soll man sagen, Freude darüber, dass ich denke, nein, das Fernsehen wird nicht sterben, die Literatur wird nicht sterben, weil es gibt so geile Leute da draußen und das freut einen ja, wenn man so ein bisschen Teil dieser Branche ist, dass man so denkt, wie cool, dass man den Glauben an die Menschen und an die Kultur dann nicht verliert, sondern wirklich sich total bewusst ist, da gibt es schon echt geniale Köpfe da draußen und das ist einen eher deprimiert, dass man vielleicht nicht immer dazugehört. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen zu der Situation, dass du Stress sehr magst, was ich total nachvollziehen kann, so geht es mir auch. Also ich mag das auch sehr, was zu tun zu haben und manchmal nervt es dann ein bisschen, wenn es zu viel ist oder wenn ich so das Gefühl habe, ich verliere den Überblick. Aber ich kann die Situation sehr gut nachvollziehen. Hast du denn dann wirklich so einen Moment, wo du sagst, da bin ich komplett frei von allem, da will ich auch einfach meine Ruhe haben, also wirklich so einen Moment von Entspannung, ich möchte von allem nichts wissen. Kennst du so ein Gefühl? Und verstehe das bitte nicht als Suggestivfrage, wenn du jetzt Nein sagst, bin ich der Erste, der dafür auch Sympathie hat. Ich kenne so ein Gefühl ganz selten, aber ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es auch mit dem Alter zu tun hat, in dem wir gerade sind. Natürlich hat Corona das auch gewisserweise fast verstärkt, weil alle jetzt auch so auf Social Media sagen, ja, sie entschleunigen oder sie lernen Sprachen und man denkt, selbst wenn man frei hat, hat man eigentlich eben nie frei, sondern man denkt immer, ich könnte mich weiterbilden, ich könnte noch eine Sprache lernen, ich könnte Karate lernen. Ich möchte zum Beispiel immer singen lernen oder einen Tanzkurs machen. Also sind ja alles so, das ist ja so ein gesellschaftlicher Druck, den man sich selber macht oder der vermeintlich von außen kommt. Ich kenne das nicht wirklich. Also ganz selten habe ich das, wenn ich auf Reisen war, muss ich ja sagen, weil dieses Jahr war ich nicht auf Reisen, logischerweise, dass ich so, wenn ich Skifahren gehe oder irgendwie in den Bergen wandere oder klettere oder irgend so eine Aktivität, was weiß ich, am Strand reite oder Quad fahre oder Wasserski, dann lasse ich das los, weil dann ist es irgendwie so eine Aktivität, die wirklich im Hier und Jetzt stattfindet. Ich finde das ja auch nicht unbedingt gut an mir. Ich sage nur, ich kann es gar nicht unbedingt ändern. Ich tue mich total schwer damit, zum Beispiel den Flugmodus im Handy anzumachen. Ich kenne Leute, die sagen, mach doch einfach mal den Flugmodus an, entspann dich doch mal. Und kannst du das gut? So Handy aus für Stunden? Nein, überhaupt nicht, nein. Nee, ich hatte gerade den Gedanken und habe mich gerade erinnert daran, dass mir häufig mal gesagt wurde, ja, jemand wie du, der müsste einfach mal komplett raus, der müsste einfach mal 3 Wochen in den Dschungel oder irgendwo hin, wo es keinen Handyempfang gibt und wo auch sonst nichts zu tun ist. Das täte dir mal ganz gut. Dann Ja. wärst du mal, das wäre doch mal wie so eine Art, das wäre doch was Tolles.
Da würdest du dich selbst kennenlernen, da würdest du ganz neue Seiten entdecken. Du musst das nur mal entdecken. Und ich fand das immer ganz schrecklich, weil ich immer dachte, na, das ist so ein bisschen so eine Erziehungsmaßnahme, weil wenn ich das Bedürfnis hätte, genau das zu erleben, dann würde ich es ja tun. Und für mich ist das tatsächlich der maximale Albtraum. Ich fühle mich auch nicht gestresst. Ich kann zum Beispiel auch interessanterweise mit dem Begriff des Workaholics, der mir auch oft begegnet ist, nichts anfangen. Es ist keine Kategorie, in der ich lebe und denke. Ich empfinde entweder Produktionsenergie, Lust, etwas zu machen oder nicht. Und natürlich gibt es Momente, wo es mal zu viel ist oder wo ich genervt bin von allem oder wo ich denke, oh, das hättest du mal lieber bleiben lassen, das ist ein bisschen viel auf einmal. Das gibt's alles. Aber insgesamt bin ich gern aktiv und ich brauche nicht diese Situation völligen Abschaltens, völligen Isoliertseins und des Getrenntseins von der Welt. Im Gegenteil, ich bin einfach sehr gern vernetzt. Ich kriege gerne Dinge mit. Ich kriege auch gern mit, was auf der Welt passiert. Und ich möchte nicht nach Borneo in Urlaub oder in den Urwald fahren, auf irgendwelche Reisen, um dann zu erleben, wie ich bin. Ich erlebe mich in sehr vielen Situationen und lerne da auch viel über mich und andere. Und damit komme ich eigentlich relativ gut klar. Ich glaube, das, was du sagst, also dieses, man soll sich selber mal kennenlernen. Ich denke manchmal, ich möchte mich selber gar nicht so gut kennenlernen. Ich weiß gar nicht, was ich da um Himmels Willen finden würde. Also ich bin ein großer Freund der Beschäftigungstherapie und auch der Ablenkung. Und ich finde, es gibt so wunderschöne Ablenkungen im Leben. Also ich würde nicht, ich glaube, das meine ich gar nicht arrogant, aber sondern mir war, glaube ich, wirklich noch nie im Leben langweilig, weil ich immer denke, es gibt so wunderbare Musik, Konzerte, Filme, Serien, Bücher, Freunde, Gesellschaftsspiele, keine Ahnung was. Also ich will mich auch gar nicht zu sehr mit mir selbst beschäftigen, wenn ich den Stein noch hochhebe, wer weiß, ob da noch Würmer drunter sind. Weißt du, also ich möchte gewisse Dinge auch gerne so im Wagen lassen. Hast du so große Sorge, dass sich da so viel Schlimmes drunter Nein, verbirgt? ich glaube nur, wenn man sich zu lange auch nur mit sich selbst beschäftigt, ich weiß gar nicht, ob das einem so gut tut. Wir sind ja ohnehin Menschen, die auf einer Bühne stehen, manchmal und mal mit mehr und weniger Applaus und Erfolg. Und da muss man ohnehin aufpassen, finde ich, dass man nicht zu abhängig davon wird, dass man auch nicht so eine Hybris bekommt. Und gleichzeitig habe ich aber auch, ich habe zum Beispiel total oft Selbstzweifel. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt noch mehr mit mir selbst beschäftige, werde ich entweder größenwahnsinnig oder ich zerfleische mich selbst. Also es kann nur eins von diesen beiden Dingen passieren. Und deswegen glaube ich, ist es gut. Also hier schreibt jemand, Langeweile wird viel zu negativ ausgelegt. Ja, ich glaube, das stimmt auch. Ich glaube zum Beispiel, Kinder sollen sich manchmal auch langweilen, weil die dann kreativ werden. Ich meine mit langweilig auch nicht dieses, also ich meine damit nicht Müßiggang. Ich meine nicht, dass man keine Zeit sich nehmen sollte, um mal in Ruhe über etwas nachzudenken oder eine Geschichte zu erfinden, wenn man jetzt Schriftstellerin ist oder wenn man eine Idee hat für ein Startup oder so. Natürlich, aber das empfinde ich nicht als Langeweile, weil da denkt man ja über etwas nach, aber dass man wirklich irgendwie irgendwo rumsitzt und einem nichts einfällt, was man mit seiner Zeit machen kann. Ich glaube, das meinte ich damit. Und das geht mir nicht so. Es ist eher so, dass ich noch viele Wünsche und Sehnsüchte habe, von denen ich denke, oh, die würde ich mir gern erfüllen. Aber vielleicht redet man sich das auch schön. Da sagt man immer, ah, wenn ich mal Zeit habe, spiele ich wieder Klavier. Dann fange ich wieder mit Klavier an. Wahrscheinlich würde ich es gar nicht machen. Aber kennst du so Sachen, die man sich immer so, von denen man sich immer selbst erzählt, man würde sie ja irgendwann mal machen? Natürlich, na klar. Aber ich habe damit kein Problem, weil ich dann denke, ja, du wirst es ja dann tun, wenn es für dich, wenn die Zeit reif ist oder wenn du wirklich Lust drauf hast, dann machst du es ja auch. Also deswegen habe ich dann auch kein Problem, Dinge vor mir herzuschieben, weil es gibt ja doch irgendwie, es gibt so einen inneren Radar und man trifft ja doch Entscheidungen, ob man Ja. sie dann bewusst trifft oder nicht oder ob man im Nachhinein sagt, das war genauso vorgesehen oder das habe ich genauso geplant, ist eine völlig andere Frage, die im Grunde wurscht ist, weil am Ende triffst du Entscheidungen,
indem du handelst. Und dadurch, dass du handelst, tust du bestimmte Dinge und andere lässt du weg. Und die, die du weglässt, die lässt du aus Gründen weg. Nämlich, weil offensichtlich eben anderes wichtiger ist. Und damit ist Ja. es eine Entscheidung und die ist ja dann auch legitim. Das ist, wenn du das Leben lang sagst, ich möchte Klavier lernen, und dann tust du es vielleicht mit 70 oder ich möchte nochmal, was weiß ich, Theologie studieren. Und dann tust du es auch mit 70 und dann ist es wunderbar. Dann ist das die Zeit. Das Schlimme sind Genau. ja nur Leute, die sich dann darüber beklagen, was sie ja eigentlich alles gern würden, aber nicht machen. Und da denke ich dann, da strengt es mich dann an, weil ich dann denke, wenn du so viel machen willst und es dir so wichtig ist, dass du so viel Energie und Zeit darauf verschwendest, darüber zu reden, dass du es gern tun würdest, dann tust du einfach. Genau. Nicht immer darüber jammern. Das, glaube ich, ist auch blöd. Oder immer Absolut. überhaupt, weißt du, lieber dann gleich machen. Aber manche Träume und Wünsche muss man sich ja auch noch aufheben. Also ich hoffe ja, dass unser Leben noch ein Weilchen andauert. Und dann denke ich, gut, also den Tanzkurs mache ich dann halt mit 50 und den Klavierunterricht. Ich habe als Kind Klavier gespielt. Das mache ich dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Genau. Lass uns mal über deine vielen Berufe reden, die du ja hast. Das spiegelt sich ja auch in deiner Aktivität wieder und in deiner, wie du sie beschreibst, ich würde mal sagen, produktiven Unruhe. Du bist Volljuristin, du hast zwei Prädikatsexamen gemacht, wenn ich es richtig weiß. Ja. Was ich nicht genau weiß, ist, was ist denn dein Spezialgebiet? Wenn ich mich an dich wende, bist du Strafrechtlerin oder nee, du bist Also Wirtschaftsrechtlerin, du ich warst in der Wirtschaftskanzlei. lass es mich so sagen, ich hole dich nicht aus dem Knast, Baby, aber ich bringe dich Scheiße! Das Gespräch ist wieder beendet. rein. Ich habe Wirtschaft, genau, also ich hab zwar, also wenn du Jura studierst, musst du ja alle Gebiete studieren, also Strafrecht, öffentliches Recht und Zivilrecht. Und unter Zivilrecht fallen dann so schöne Untergruppen wie Familien- und Erbrecht, Handelsrecht, Arbeitsrecht. Und ich habe Zivilrecht gemacht. Also ich habe vor allem mich mit dem wunderbaren BGB beschäftigt und sozusagen Kläger oder meistens Beklagte vertreten, weil ich in der Großkanzlei gearbeitet habe, 6 Jahre lang in der Wirtschaftskanzlei. Und wir sind meist auf Seiten der Beklagten. Also wir sind meist nicht die Kläger gewesen, sondern diejenigen, die dann einspringen mussten, wenn ein großer Konzern verklagt wird oder eine große Firma. Und dann haben wir vor Gericht dafür gekämpft, dass die Recht bekommen oder dass man sich zumindest vergleicht, dass die Parteien sich vergleichen. Also ich habe wirklich Wirtschaftsrecht gemacht, aber ich habe mich in meinem Studium schon sehr auch für Strafrecht interessiert. Ich fand das immer spannend, aber ich dachte immer, ich wäre nicht hart genug dafür. Aber Staatsanwältin hätte ich schon, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Siehst du das auch? Also, ich find es interessant. Ich glaube, man muss sich immer in so einer Kanzlei oder so eine Kanzlei entscheidet sich ja meistens, so wie ich es weiß, ob sie die Seite der Kläger oder der Beklagten vertritt. Das ist, glaube ich, so eine Entscheidung. Oder ob sie eine Täterkanzlei ist oder ob man Täteranwalt ist oder eher ein Opferanwalt im Strafrecht. Und es ist ja sehr sympathisch, dass du auf der Seite der Beklagten warst. War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so ergeben? Das hat sich meist so ergeben, weil wir natürlich viele große Firmen vertreten haben, die halt häufiger verklagt werden, als dass sie selber rechtliche Schritte einleiten. Aber ich habe zum Beispiel in meiner Ausbildung auch 4 Monate in der Staatsanwaltschaft gearbeitet und da war ich natürlich als Frau, wir waren so eine Gruppe, man ist dann immer so 20 Leute und die werden verteilt auf Strafrechtsdezernate und ich war bei einer Staatsanwältin und habe ausschließlich Sexualdelikte gemacht. Und das war durchaus heftig, weil man da natürlich mit Fällen in Berührung kommt, die eben nicht aus dem Lehrbuch sind, sondern mit realen, natürlich hauptsächlich Frauen, die Übergriffigkeiten, Vergewaltigung, sexuelle Misshandlung teilweise als Kinder erlebt haben. Und da habe ich mich, das ist schon ein Bereich, in dem ich mich gerne irgendwann auch wieder mehr engagieren würde. Also, aber ich habe das schon mit nach Hause genommen. Also es fiel mir schwer. Ich frage das auch immer Ärzte oder so. Nimmst du, also wenn du Onkologe bist oder so. Also es ist schon schwer, das dann nicht an sich ranzulassen. Also diese Distanz, die ja Journalisten auch haben müssen, die hatte ich dann nicht genug, sondern ich habe immer gedacht, oh Gott. Und deswegen habe ich mich letztendlich dann für Zivilrecht entschieden, weil ich gedacht habe, da geht es wenigstens nur um Geld, in Anführungsstrichen. Das heißt, würdest du selber
die Empathie, die du dann diesen Schicksalen, diesen Opfern oder potenziellen Opfern gegenüber empfunden hast, eher hinderlich war für eine Karriere beispielsweise in der Staatsanwaltschaft? Ja, ich glaube ein bisschen, man muss das ja sehr sachlich sehen und man muss eben überprüfen, ob es für eine Anklage ausreicht, also wie der Tatverdacht ist. Und wenn du dich so beeinflussen oder wenn du dazu, natürlich kein Mensch ist frei von Subjektivität, auch eine Richterin oder ein Richter. Ich habe manche Verfahren nicht immer nur gewonnen, weil ich die besseren Argumente hatte, sondern zum Teil trittst du ja dann da auch auf. Und ich war eben noch eine sehr junge Frau. Ich war so das Nesthäkchen in meinem Team. Ich war 29 oder so und bin dann immer da vor Gericht verfahren. Und auf der Gegenseite hast du eben oft, hattest du so 50-jährige gestandene Männer mit geschleckten Haaren, gegelte Anwälte. Und manchmal hatte man schon das Gefühl, wenn die so von oben herab dann immer so sagten, naja, also mit Verlaub, Frau Kollegin und so, dass die Richter dann auch so eine gewisse Sympathie für mich hatten und sich gedacht haben, naja, der eitle Vogel, der soll jetzt hier erstmal anständig vortragen. Also natürlich spielt immer auch was Menschliches da mit rein, aber am Ende musst du Gesetze oder Verträge eben so auslegen, wie sie ausgelegt werden können. Da hast du immer auch einen Spielraum. Aber ich habe als Frau Nachteile gehabt, aber durchaus auch Vorteile. Was würdest du sagen, waren die Nachteile, dass du so behandelt wurdest, wie du es gerade beschrieben hast, dass das so eine leichte, dass da so eine leichte von oben herab, Haltung mit drin war? Ja, also ich glaube, das hat vielleicht auch nicht nur was damit zu tun, dass ich eine Frau war, sondern vor allem damit, dass ich auch jung und unerfahren war und Ja. man natürlich dann oft so ein bisschen, sage ich mal, ja, von oben herab süffisant so dargestellt wird, als könne man eigentlich nichts und als fehle einem eben die Erfahrung oder vielleicht auch das dicke Fell, was man da ja braucht in dieser Welt voller Haifische und so. Ich habe durchaus auch Dinge erlebt, die nicht schön waren, weil du als Frau manchmal in Meetings gar nicht unbedingt von meinen eigenen Kollegen, sondern von anderen Anwälten oder Mandanten auch mal als, ja, also einer sagte mal in einem Meeting zu mir, haha, Blondie, wir haben es verstanden. Also du wirst dann eben manchmal so reduziert auf irgendwie eben deine Haarfarbe oder dein Frausein oder so. Aber ich hatte einen ganz tollen Chef, der mich protegiert hat, der übrigens eigentlich Rockmusiker werden wollte und deswegen hatten wir eine Band. Wir hatten eine Anwaltsband, in der ich gesungen habe. Also wir waren die coole Kanzlei. Für Anwälte waren wir cool. Das kann ich mir vorstellen, ja. Würdest du denn sagen, die meisten Leute, die Jura studieren, machen das, weil sie wirklich in diesem Bereich arbeiten wollen? Ich frage das aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich, als ich so in dieser Entscheidungsphase stand, nach dem Ja. Abitur, was studierst du und so, und man sich so umgehört hat, wer will eigentlich was studieren, wo will man so hin im Leben? Da gab es relativ viele Leute, die gesagt haben, ja, ich mache dann Jura und so. Und da gab es die Fraktion derer, die das gemacht hat für die eigenen Eltern, die gesagt haben, Jura oder Medizin. Und die Kinder haben meistens gesagt, nee, ich möchte an der Schauspielschule oder so. Ja. Und dann hieß es, nee, du machst was Anständiges, Jura oder Medizin, bitte entscheide dich. Und dann Du haben sich machst was meistens dann, Bodenständiges. ja, genau, dann haben sich meistens irgendwie für Jura entschieden. Und dann sind sie den Weg halt gegangen, mehr oder weniger erfolgreich, aber sind ihn gegangen. Würdest du sagen, das sind Überzeugungstäter oder ist es ein bisschen so, und das ist der zweite Grund, warum ich das frage, weil du das gerade so geschildert hast oder wie du es geschildert hast, mein Chef war eigentlich Rockmusiker. Dahinter steckt ja dann oft so eine ganz eigene Sehnsucht. Naja, eigentlich wäre ich da auch was anderes, aber jetzt sitze ich hier und jetzt mache ich es halt als Hobby. Wie würdest du das einschätzen? Sind Juristen dann Überzeugungstäter oder nicht so sehr? Also ich glaube, dass ich habe Jura studiert aus zwei Gründen. Ich habe Jura studiert, weil ich mir irgendwie, glaube ich, selber was beweisen wollte oder vielleicht auch meinen Eltern oder meinem Umfeld, weil ich irgendwie, ich komme aus so einer totalen Künstlerfamilie und alle sind irgendwie Autoren, Literaturkritiker, Regisseure, Schauspieler. Also bei mir war sozusagen Jura das Exotische, also genau umgekehrt als im Standard, sondern mit Jura war ich quasi der Freak und die Einzige. Und ich dachte, und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, weil man ja so doch recht jung ist und irgendwie so mit 18 so denkt, ja, was soll ich jetzt studieren? Ich dachte, mit Jura mache ich nichts falsch. So mit Jura halte ich mir alles noch offen.
Danach, ich habe auch gedacht, ich mache ohnehin nur das erste Examen, danach gehe ich an eine Journalistenschule oder an eine Filmhochschule. Das heißt, ich hatte so das Gefühl, wer Jura studiert, macht zumindest keine Tür zu. Und da ich ein sehr unentschlossener Mensch manchmal bin und große Verfassungsängste habe oder große Angst vor falschen Entscheidungen hatte, habe ich gedacht, naja, mit Jura kann man ja noch alles werden, weißt du? Und das war so eine, ich glaube schon, dass viele Menschen, die Juristen sind, wenn du mich fragst, die Anwälte, die ich kennengelernt habe, auch durchaus so ein zweites Leben haben, was sie nicht gelebt haben oder so eine Liebe, so wie mein Chef eben Rockmusiker oder die sind dann eigentlich, wären sie gern Fußballer oder ich weiß nicht was. Also die haben schon immer noch so eine Leidenschaft, für die sie wirklich brennen. Wenn sie wirklich für Jura brennen, dann stimmt irgendwas nicht. Also wer für Jura brennt, da ist was faul. Das hast du, ja, so ein bisschen, sowas habe ich, glaube ich, geahnt, als ich die Frage gerade gestellt habe. Aber wahrscheinlich ist es so. Also ich kenne interessanterweise was Ähnliches aus meiner Branche. Da hast du auch ganz viele Leute, die sind Comedians geworden, aber wären eigentlich gerne Rockstars. Ja. Und Rockstars wären dann wiederum gerne Fußballer. Und meine These ist, nur Fußballer wollten einfach immer nur Fußballer werden. Also du meinst, die Fußballer sind die Spitze des Erfolges, ja? Fußballer, ich habe bei Fußballern das Gefühl, ich kann mich total täuschen, es ist wahrscheinlich mega ungerecht, was ich jetzt sage, aber ich habe bei Fußballern häufig das Gefühl, die sind einfach bei sich. Wer Fußballer wird, der wollte ja immer Fußballer werden und der hat einfach Bock drauf und ist auch zufrieden damit. Aber vielleicht wissen wir einfach zu wenig über die heimlichen Sehnsüchte der Fußballer. Vielleicht wollten die alle immer Juristen sein Du, oder Ärzte. der Fußballer will in Wahrheit Buchhalter sein. Ich sag's dir. Ich sag's Oder dir, Kumpel. sowas. Genau. Nein, ich glaube, was man aber schon, also für mich, hier hat gerade jemand geschrieben, Rockstar wie lame. Also ich glaube schon, für mich, wenn du mich fragen würdest, was wäre ich am allerliebsten geworden, dann schon Rockstar. Also bei mir, Comedian hätte ich mich nicht getraut. Also auch das, was du machst, ich fände das furchtbar, diesen Druck. Also ich finde so Stand-up und wirklich Comedy mit das Härteste. Ich habe den größten Respekt davor, weil Humor so unterschiedlich ist und auch gerade deutscher Humor manchmal so schwierig ist. Und sich da auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, hier muss wirklich gelacht werden, das finde ich wow. Da habe ich wirklich Respekt vor. Aber Rockstar, also wenn ich, ja, so irgendwie so eine Lady Gaga finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Weißt du? Ja. Also, ich glaube, die hat ein geiles Live, so. Also, aber Ich glaube, die leidet genauso wie wir unter den Alltäglichkeiten des Lebens. natürlich, Wahrscheinlich die leidet banaler, auch als wir unter alle der glauben. Ablage. Die muss keine Ablage machen, aber die muss auch mal, weiß ich nicht, zum Arzt gehen. Ja, so ist es halt. Kein Mensch, das ist ja das Gerechte. Kein Mensch kann alles loswerden, egal ob Ich man fürchte, Rockstar auch Lady Gaga hat nur Hämorrhoiden. ist oder nicht. Und Diarrhoe. Ja, auf jeden Fall, genau. Du hast eben gesagt, Jura war sozusagen so ein bisschen der Gegenweg zu deiner Familie, weil du aus einer Künstlerfamilie kommst. Dein Vater war der vielen sicher noch bekannte, auch wenn wir bei Instagram sind, Literaturkritiker Helmut Karasek. Meinst du, die Leute kennen ihn hier? Es könnte sein. Es könnte sein, ja, doch, unser Aber Publikum, unser. Instagram ist so jung und so. Also mein Vater war jedenfalls nicht bei Instagram vor seinem Tod. Aber Das sei ihm verziehen. Das sei ihm verziehen an der Stelle. Also man muss dazu sagen, für die, die nicht kennen, Helmut Karasek war sozusagen der sympathische Teil des literarischen Quartetts von Friedrich Ranitzky, von vielen Parodisten bis heute gerne parodiert. Ranitzky war immer so ein bisschen der harte Knochen und der Gadda-Weg wurde immer niedergemacht. Und dann kam Helmut Karasek und hatte die feine Analyse zur Literatur. Bevor wir darauf kommen, wenn du jetzt sagst, du kommst aus so einem Literaturkritiker-Künstlerumfeld, und hast dann den juristischen Weg eingeschlagen. Würdest du sagen, das relativ konventionell anmutende Studium Jura war die größtmögliche Rebellion gegen ein außer Rand und Band geratenes Künstlerelternhaus? Also erstens freue ich mich, dass die Leute hier schreiben, ich kenne deinen Papa, schreiben alle so legendär bei Inas Nacht. Ja, da war er auch sehr stolz auf Gott. Bei Inas Nacht hat er New York, New York gesungen und das hat er uns leider, glaube ich, 1,5 Jahre danach noch jeden Tag vorgesungen. Und mein Vater konnte vieles, aber nicht singen. Ich glaube, du hast total recht. Also wenn wir jetzt hier Dr. HC, Küchentisch, Analyse, Psychologie 1.0 machen,
dann habe ich das sicher auch studiert, weil das eine Art Rebellion, aber auch ein Alleinstellungsmerkmal war. Es gab eben, meine Mutter ist auch Theaterkritikerin, mein großer Bruder ist Theaterregisseur, also meine Nichte ist Schauspielerin, also es gab eben, mein anderer Bruder ist Autor, also es gab eben, ich wollte, glaube ich, mein Alleinstellungsmerkmal. Ich wollte mein Jodeldiplom, weißt du? Ich wollte was Eigenes. Ja, man kann ja auch rebellieren durch scheinbaren Konformismus. Ja. Ne? Ich glaube, meine Eltern waren entsetzt. Ich weiß nicht, ob du diesen Gag mitbekommen hast, aber das wurde vor ein paar Wochen verschickt, weil ja Social Media sehr stark ist. Und da ist irgendwie so der Witz, ein Sohn sagt 2040 zu seinem Vater: Papa, ich möchte aber viel lieber Jura studieren. Und der Vater sagt: Du übernimmst den YouTube-Kanal deines Vaters und damit basta. Also ich glaube, so. Ja, genau. Wie würdest du deine Kindheit und Jugend beschreiben? Wie bist du groß geworden? Sehr schön. Also ich glaube, dass vielleicht ist das auch anmaßend, das zu denken, aber ich glaube, wenn wir über das Deutschland der 90er Jahre sprechen, in dem ich Teenager war, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich jung war, aber das erschien mir unglaublich wie eine doch sehr heile Welt. Wahrscheinlich, weil man auch nicht so viele Nachrichten mitbekommt als Kind, aber ich habe meine Jugend als sehr heil und auch recht behütet in Erinnerung. Ich denke immer so an, weiß ich nicht, Calippo Fizz, Kinderriegel, Bum Bum Eis, Villa Riba und Villa Bajo, der Melittermann, ich weiß nicht. Also Wetten, dass am Samstagabend, Rollschuh fahren. Also ich fand die 90er Jahre irgendwie, ich fand meine Kindheit sehr schön. Allerdings hat mein Vater mich auch so ein bisschen nicht auf die Demütigung und, sag ich mal, ja, Dinge des Erwachsenseins vorbereitet, weil er mich so vergötterte. Ich habe drei Brüder und war die einzige Tochter und der hat immer applaudiert und geweint, wenn ich was gemacht habe. Ich habe sehr mittelmäßig Klavier gespielt. Das fand er ganz rührselig und toll. Und dann bin ich mit 15 so zum ersten Mal mit echten Männern in Berührung gekommen und das war ein ziemlicher Schock. Wie Ich hat glaube, er denn das? es wäre auch ein Schock für ihn, wenn er hören würde, dass du mit 15 zum ersten Mal mit echten Männern in Berührung gekommen bist, dass er gar kein echter Mann war in deiner Nein, Wahrnehmung. also mit mir nicht Verwandten, sagen wir mal, es war, dass die ersten Dating-Erfahrungen waren ein Schock, weil ich ging natürlich davon aus, dass mir jeder Mann so jeden Wunsch von den Lippen abliest wie mein Vater und mich so vergöttert und stellte dann fest, okay, die Skater-Jungs an der Halfpipe wollen lieber kiffen, als mir meinen Wunsch von den Lippen ablesen. Das war hart. Würdest du sagen, du sagst, du bist vergöttert worden, würdest du sagen, du bist verwöhnt worden? Ja, aber nicht so. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass mein Vater war sehr großzügig, auch also jetzt nicht nur materiell, sondern er hat uns wahnsinnig viel durchgehen lassen. Wir wussten immer, wenn unsere Mutter arbeitete, bei Papa dürfen wir Fernsehen, Nintendo spielen, Super Mario, Donkey Kong. Wir dürfen so lange aufbleiben, wie wir wollen. Mein Vater war sehr inkonsequent und das hat mich sicherlich verzogen, weil ich mich bis heute nur sehr schwer mit einem Nein abfinden kann, weil ich einfach als Kind nicht damit vertraut gemacht wurde, dass Menschen auch Nein sagen. Mein Vater hat nicht Nein, und wenn er Nein gesagt hat, musste ich nur bitte Papa sagen und dann habe ich es doch bekommen. Und das ist gar nicht so gut, weil dann kann man mit Ablehnung als erwachsener Mensch sehr schlecht umgehen. Was ist deine Erklärung, warum er so schlecht Nein sagen konnte? Ach, der war ja auch mit sich selbst inkonsequent. Der hat auch 100 Mal gesagt, oh, ich trinke nie wieder und schwupp war der nächste Schnaps. Also mein Vater war so ein Genussmensch und so ein Lebemann. Ich bin das auch geworden. Dann hat er gesagt, ich esse keine Pralinen mehr. Dann hat er doch die Minibar vom Hotel leer gefressen. Meine und die von meinem Bruder und die von meiner Mutter. Dann hat er, also der war einfach kein disziplinierter Mensch und ich, im Grunde genommen habe ich auch ein Herz für inkonsequente Menschen. Ich finde das eigentlich sympathisch, wenn jemand nicht so verbissen ist. Verstehst du das? Sehr, 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 sehr gut, ja, sehr, sehr gut. Wie inkonsequent bist du? Oh, ich bin auch nicht so konsequent, leider.
Also ich bin sehr suchtgefährdet. Ich rauche gern, ich trinke gern. Ich bin sehr, also was ich wirklich bin, ist, glaube ich, insofern, weil du auch nach verwöhnt gefragt hast, meine Eltern haben schon Erwartungen an mich gehabt. Ich musste schon gut in der Schule sein und ich hatte schon auch abzuliefern. Also ich musste eben schon bestimmte Bücher lesen und zum Klavierunterricht und zum Tennis. Und also ich konnte jetzt nicht, also es hat denen jetzt nicht genügt, dass ich da irgendwie nur Zigarette rauchend heimlich auf dem Schulhof stand. Aber ich bin schon ehrgeizig. Also ich bin sehr konsequent, wenn es ums Arbeiten geht. Wenn ich was wirklich will, dann brauche ich auch keinen Schlaf und keine, dann will ich das und dann brenne ich dafür und dann habe ich auch gar keinen Bock, was anderes zu machen, weil dann will ich unbedingt Nacht, Tag und Nacht schreiben oder arbeiten. Aber so mit Verlockung und Versuchung bin ich sehr inkonsequent. Und wie bist du selbst, wenn du deine Kinder erziehst? Würdest du sagen, du hast dann die Inkonsequenz auch deines Vaters mitübernommen oder bist du da dann ganz anders? Das Gemeine ist, mein Mann ist immer der Good Cop und ich bin immer die Böse. Die Mutter hat immer die Arschkarte. Also das heißt, da hat sie sich jetzt sozusagen verkehrt. Kennst du das? Die Mutter ist immer, die Mutter sagt dann immer, räum auf und so. Dem Vater ist es vielleicht, nein, das ist auch so ein Klischee, aber ja, also bei uns war es auf jeden Fall so, dass meine Mutter deutlich strenger mit uns Kindern war und ich erst sehr spät begriffen habe, wie dankbar ich ihr dafür bin und was sie alles geleistet hat, weil ich immer dachte, geil, bei Papa komme ich mit allem durch, der ist viel cooler. Und in Wahrheit hat meine Mutter dafür gesorgt, dass ich nicht komplett verwahrlost bin. Ich glaube, wenn ich nur bei meinem Vater gewesen wäre, der hätte jetzt nicht groß darauf geachtet, dass irgendwas aufgeräumt ist oder dass irgendwie Hausaufgaben gemacht sind oder so, obwohl meine Mutter gearbeitet hat. Also da war es schon noch sehr klassisch. Wie war es bei dir? Also bei mir war es ähnlich, wobei ich Scheidungskind bin. Das heißt, das ist natürlich nochmal eine besondere Situation. Da hast du ja ab einem gewissen Moment hast du einfach mit einem Elternteil, in der Regel der Mutter, so war es bei mir auch, mehr zu tun. Und die versucht natürlich dann alle Seiten quasi in sich selbst abzubilden, was auch nicht immer einfach ist. Insofern, bei mir war das in ganz krassem Maß so, dass meine Mutter dann natürlich den Erziehungsauftrag hatte und das auch allein durchziehen musste. Und mein Vater war sporadisch da oder ich habe den besucht und das war Anarchie. Also das hat er natürlich auch ausgespielt. Ich bin der Sonnenscheinpapa. Alle paar Wochen, wenn wir uns sehen, dann haben wir natürlich Spaß. Und das war aufgrund natürlich der Trennungssituation meiner Eltern dann wiederum schwierig, weil da bestand der Spaß eben nicht nur darin, Spaß zu haben, sondern auch zu zeigen, deine Mutter und die anderen, die dich da versuchen großzuziehen, die sind schon sehr uncool. Bitte vergiss das nicht. Hier läuft so, wie es eigentlich läuft im Leben, aber das war leider nicht wahr. Das ist blöd dann, ja. Aber ich glaube, klar, kriegt immer dann diese Rolle, aber es ist eben unfair, dass es doch häufiger, glaube ich, die Frauen trifft, weil es ihnen einfach vielleicht wichtiger ist oder sie mehr darauf achten, dass aus dem Kind was wird oder so. Und ich eben im Nachhinein denke, ich habe meiner Mutter auch manchmal Unrecht getan. Hast du denn einen Moment gehabt, in dem du sagen würdest, dieser Name Karasek, der ja nun doch ein sehr bekannter ist und auch einer, der nicht selten ist, stört dich auf deinem Weg? Also gab's dir den Moment, wo du dachtest, verdammt nochmal, ich möchte anders heißen, ich will nicht assoziiert werden mit diesem Vater und seiner Rolle? Nein, kann ich dir wirklich noch nie. Aber ich glaube, dass es für Söhne anders ist. Ich glaube, dass meine Brüder schon. Weil Brüder auch mehr das Gefühl haben, oh, ich messe mich an Papa oder irgendwie. Für mich, ich habe meinen Vater auch so vergöttert wie er mich und wir haben uns wahnsinnig gegenseitig viel Liebe und Zuneigung geschenkt und ich war immer stolz, dass er mein Papa war und dass er mit mir Gedichte gelesen hat und mit mir in die Oper gegangen ist und ich habe ihm natürlich auch nachgeeifert und ich habe nie gedacht, ich würde jetzt aber gerne Schröder heißen oder Sei froh! wobei, wenn wir heiraten, würde ich natürlich deinen Namen. Nein, aber also, nee, ich hatte das wirklich nie, weil ich finde das auch albern,
so damit zu hadern. Er ist nun mal mein Vater. Ich bin irgendwie das Kind meiner Eltern und deren Produkt. Und ich habe nicht nur deren Gene, sondern auch deren Erziehung. Und ich würde nicht auf die Idee kommen, die zu verleugnen oder irgendwie mir zu wünschen, ich wäre woanders reingeboren. Es gibt sicherlich Schwächen, die mein Vater hatte, die ich leider übernommen habe. Aber nee, ich habe nie gedacht, ich mag meinen Namen. Der ist auch so, da sind auch meine slawischen Wurzeln drin. Ich mag den Klang irgendwie. Nee, ich bin eine Karasek. Ich bin, nee. Ich meinte das auch gar nicht so wie du es jetzt, glaube ich, verstanden hast, sondern ich meinte das eher so als etwas, als so ein Emanzipationsprojekt. Also ich habe Leute immer wieder kennengelernt, die eben dann Eltern hatten, deren Name in irgendeiner Form bekannt war und die da sehr mit gehadert haben, die einfach irgendwann aus diesem Schatten, diesem empfundenen Schatten heraustreten wollten und gesagt haben, verdammt nochmal, ich liebe meinen Vater, meine Mutter, wer auch immer es war und es ist eigentlich alles gut, aber ich möchte einmal nicht gefragt werden, sind Sie der Sohn oder die Tochter von. Ich möchte eine eigene Identität, gerade wenn man den Weg in die Öffentlichkeit geht, so wie du. Und ich möchte eben nicht damit assoziiert werden, sondern ich möchte einfach meinen Weg gehen und nicht immer mich fragen, werde ich für das wertgeschätzt, was ich bin, oder werde ich auch wertgeschätzt für den Namen, den ich trage. Ja, aber ich glaube, es ist ohnehin noch häufig doch schwierig. Guck mal, du siehst, du bist jetzt auch ein gut aussehender Mann, ja? Wenn man ein attraktiver Mensch ist, dann kann man sich auch immer fragen, wahrscheinlich werde ich jetzt geliebt oder gebucht, weil ich gut bin oder weil ich schön bin. Wenn man, weiß ich nicht, ein wohlhabender Mensch ist, kann man sich fragen, hängen die Freunde mit mir ab, weil ich Geld. Also ich glaube, wenn man damit anfängt und immer sagt, ich bin ja nur, die Leute finden mich nur cool, weil ich Karasek heiße, ich meine, dann könnte ich mich gleich aufhängen, weil ich heiße nun mal so und ich kann mich damit zerfleischen. Ich kann auch sagen, die Leute finden mich nur peinlich, weil ich Promi-Kind bin, weil es gibt ja nicht nur Leute, die das toll finden, sondern es gibt ja auch, damit geht ja auch so eine Konnotation einher von, das ist ein Dummchen und die hat das nur weil und die kann bestimmt nichts und Promi-Kinder sind irgendwie auch manchmal so ein bisschen trashig angehaucht und so. Also ich habe nie das Bedürfnis gehabt, mich davon zu emanzipieren. Erstens, weil ich diesen anderen Weg mit Jura, glaube ich, eingeschlagen habe und zweitens, weil ich eigentlich den Weg meiner Eltern auch cool fand. Also die haben mir ja offensichtlich vorgelebt, dass Theater und Kunst und Kultur was Schönes sind und dem, das habe ich irgendwie übernommen und dafür geniere ich mich nicht, sondern ich denke, ja, die haben mich inspiriert, ist vielleicht nicht das Kreativste, vielleicht wäre es cooler gewesen, ich wäre Physikerin geworden, aber da hatte ich nun mal keine Begabung. Oh, das kann ich sehr gut verstehen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das wäre wirklich auch das allerletzte, was ich je gemacht hätte. Obwohl ich nicht Karasek heiße, sondern einen verkackten Allerweltsnachnamen habe, der ausschließlich dadurch auffällt, dass er sich mit OE schreibt. Und auch das wird immer für irgendeinen Fake gehalten unter dem Motto, er will sich wichtig machen, er schreibt sich mit OE. Nein, ich schreibe mich wirklich so. Das ist aber auch das einzig Originelle an dem Namen. Aber hat dich das je genervt, dass du so einen Nachnamen hast, der eben so häufig ist? Nee, gar nicht. Ich habe mich damit abgefunden und das war einfach immer normal. Also das war immer so und ich wusste immer, ich habe so einen Allerweltsnamen. Ab und zu gab es dann Leute, die gefragt haben, ob ich irgendwie mit Gerhard Schröder verwandt sei. Dann habe ich ihnen gesagt, nee, ich schreibe mich schon anders. Dann heißt es, ja, das ist doch fake. Nein, ich schreibe mich wirklich so. Also ich bin nicht mit Gerhard Schröder verwandt. Und insofern, nö, also das war halt, das war immer so. Mir ist immer nur aufgefallen, dass ich häufig Florian Schneider genannt wurde, weil, und da habe ich gedacht, was ist denn das für eine Unverschämtheit? Wieso wissen die Leute nicht, wie ich heiße? Und dann habe ich aber glücklicherweise in meinem Studium, als ich ein Semester ältere Literatur, also Mittelalter, machen musste, weil ich Germanistik studiert habe, was ich ganz furchtbar fand, weil es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Aber da hatte ich als Prof einen Namensforscher. Also der hat so Namensforschung vom Mittelalter bis heute gemacht. Das war ja so sein Hobby. Und der hat mir dann erklärt, dass Schröder und Schneider irgendwann vor Urzeiten mal ein Name waren oder mindestens einen gemeinsamen Ursprung hatten. Und dann habe ich gedacht, guck, das muss das tiefe kollektive Gedächtnis von Menschen sein, dass die mich Schneider nennen, weil die im tiefsten Innern immer noch abgespeichert haben, so ein Schröder ist eigentlich auch nur ein Schneider. In Wahrheit sind wir doch alle nur Menschen, Florian. So richtig, richtig, genau. Nun bist du ja auch selbst auch Autorin geworden, bist ja insofern auch auf diesem Weg geblieben. Du sagst es ja selbst mit dem Stellenwert, den Kunst und Kultur für dich auch haben.
Kannst du den Moment benennen, in dem du gemerkt hast, Literatur ist nicht nur was, was du gerne liest, sondern auch was du gerne selbst produzieren möchtest? Du, ich war schon als Kind, ich habe als Sechsjährige noch spiegelverkehrt geschrieben, also genau andersrum. Und da, es gibt Dokumente von mir, wo ich als Kind, als Sechsjährige eben schon mein erstes Buch geschrieben habe, auch schon damals autobiografisch, Mein Wackelzahn hieß das. Und da habe ich mir auch einen eigenen Klappentext gegeben und habe eben so ganz narzisstisch, Laura Karasek hat außerdem veröffentlicht und habe mir schon so eine. Nein, echt? Doch, ich schwöre es dir. Nein. Doch, also ich sag mal so, bei uns zu Hause haben alle ihr Geld mit Schreiben verdient und mein Vater hat auch immer mit Hand geschrieben, immer mit Füller und das wurde eben, die Artikel wurden immer gefaxt. Und so wie Kinder halt ihre Eltern nacheifern oder die Erwachsenen, ne? Also man hat ja dann, ich wollte auch mal Stewardess werden, weil ich das schick fand oder Pilotin oder, also man sieht ja dann so Beruf, man kennt ja ganz viele Berufe als Kind nicht, aber ich wusste eben, meine Eltern schreiben und ich wollte auch schreiben und dann habe ich immer gesagt, so wie man eben sich diese Träume so erzählt, irgendwann schreibe ich mal ein Buch, irgendwann, und mein Freundeskreis hat mich schon ausgelacht und gesagt, ja, genau, Laura. Und dann war ich eben kurz vor meinem 30. Geburtstag, also ich war 29 und hatte mein Jurastudium abgeschlossen und hatte das Angebot von der Großkanzlei und habe gesagt, so, ich schreibe jetzt den Roman, bevor ich da anfange, weil sonst mache ich es nie. Und dann habe ich meinen ersten Roman geschrieben mit 29. Wow. Hat nur 23 Jahre gedauert, von 6 bis 29. Ja, das ist immer noch kürzer als deswegen, das ist immer noch kürzer als viele andere Romanautoren, die sich ein Leben lang vornehmen und immer in der Schublade liegen haben, aber leider irgendwie nie fertig machen. Genau. Es ist auch scheiße schwer. Es ist ja. Total, ich finde, einen Roman anzufangen ist relativ leicht. Ja, in der Mitte, ja. Ich finde das Ende das Schlimmste, natürlich, finde ich schon. Also einen Roman zu beenden ist das Schwerste. Also ja, ich habe, also da brauchst du mich nicht eine halbe Sekunde von zu überzeugen. Ich habe den allergrößten Respekt vor allen Autoren, die Belletristik schreiben. Ich mit meinen Sachbüchern fand es schon ungeheuer und schwierig und anstrengend und einen quälenden, spannenden, tollen und auch bereichernden, aber sehr quälenden Prozess. Und ich möchte mir überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, wirklich Belletristik zu schreiben. Ich würde es mir überhaupt nicht zutrauen, weil wirklich eine Geschichte von Anfang bis Ende zu konzipieren, zu erzählen, so zu erzählen, dass du dranbleibst. Ich habe so einen Respekt vor jedem, der das kann. Ich finde das großartig, weil es nichts Größeres eigentlich gibt, als Geschichten zu erzählen, wirklich Romane, Erzählungen, die, in denen Fantasie möglich ist, in denen Erfundenes auf Wirklichkeit trifft und umgekehrt. Also wer das kann, tiefer Respekt. Warte, bis du mein Buch liest. Dann. Nein, aber im Ernst, es gibt natürlich solche und so, also ich habe auch so eine Liebe zur Sprache. Es gibt halt Schriftsteller, die lese ich gar nicht nur, weil die Geschichte so toll ist, sondern einfach, weil die so wahnsinnig präzise Menschen beobachten können und in Abgründe blicken können oder beschreiben können. Wen magst du zum Beispiel? Wen liest du gerne? Also ich lese sehr gerne, ich habe jetzt in letzter Zeit wieder sehr viel meinen Freund, den ich für wahnsinnig begabt halte, jetzt war gerade Stromschwammmodus. Benjamin von Stuttgart-Barre habe ich sehr gern gelesen. Ich habe, es gibt eine französische Autorin, die heißt Karine Tuil, die liebe ich wahnsinnig. Ich habe sehr gern Leila Slimani gelesen, die schreibt auch so über weibliche Lust und Betrug und Monogamie. Das sind immer so Themen. Also ich interessiere mich auch sehr für die Abgründe von Frauenfiguren. Natürlich habe ich auch als junger Mensch alles von, also über Anna Karenina, Effi Briest, Madame Bovary. Ich habe dann mich auch für Wellbeck begeistert, den ich auch mal kennengelernt habe. Ich lese im Moment sehr viel Frauen, weil ich denke, ich habe in meiner Jugend so viele Männer lesen müssen in der Schule, dass ich jetzt mich sehr gerne Autorinnen zuwende, weil da gibt es fantastische. Ja, absolut. Auch auf die Gefahr, dass das jetzt schwer Nerd-Talk wird, aber als Wellbeck-Fan muss ich natürlich fragen, wo und wie hast du ihn kennengelernt und wie hast du ihn erlebt? Ich schicke dir gleich ein Foto. Ich habe ihn auf der Frankfurt, ich lebe ja in Frankfurt und ich komme aus Hamburg, ich bin ja ein Nordkind und ich habe in Berlin studiert und lebe eben hier seit 11 Jahren und ich bin
ab und zu auf der Frankfurter Buchmesse, unter anderem natürlich, wenn eins meiner eigenen Bücher da gerade erscheint und präsentiert wird, dann hat man da ja so ein paar Interviews. Ich fand das wahnsinnig aufregend, weil eben Teil, das ist die größte Buchmesse der Welt und das, man trifft da, da sind so viele Intellektuelle und das blaue Sofa und alle die Verlage und da wird getrunken. Das ist eigentlich immer wahnsinnig umtriebig und lustig. Und ich war abends auf einer Verlagsparty eingeladen und da war Michel Houellebecq, der, und da ich mal in Paris gelebt habe, sprach ich Französisch und ich war, glaube ich, die jüngste Frau auf diesem Event. Und jetzt muss ich fragen, war das die Surkamp-Party oder war das die Party von Joachim Unsel? Von Joachim Unsel. Ja, sehr gut. Das muss man jetzt kurz erklären. Das ist jetzt wirklich absoluter Nerd-Talk, aber lass es uns kurz erklären für die Leute, die das nicht so wissen. Also es gibt bei der Buchmesse an den Tagen, an den Ausstellertagen, die nicht für die Öffentlichkeit sind, also Mittwoch bis Freitag in der Regel, gibt es immer abends oder gab es und wird es hoffentlich auch wieder geben, ja, immer Partys, Verlagspartys. Mittwochs war immer die traditionelle Rowold-Party, genau. Freitags war die S. Fischer-Party und jeder Verlag hat so eine Party und dann ist immer die Frage, wer ist wo eingeladen, genau, und wann und warum. Und dann gibt es eben die legendäre Party des Sohnes des langjährigen Surkamp-Verlegers Siegfried Unselt, Joachim Unselt. Und Joachim Unselt hat genau mit seinem Vater damals, als er noch gelebt hat, gebrochen und hat heute einen eigenen Verlag, ich glaube Frankfurter Verlagsanstalt heißt er, wenn ich es richtig weiß. Genau. Und genau, die Party von Joachim Unselt findet, glaube ich, statt in irgendeiner Villa in Frankfurt. Wir erzählen jetzt hier echt die Interna der Buchszene, egal. Und es ist immer in so einer, ich glaube sogar die alte, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist, glaube ich, sogar die alte Surkamp-Villa oder so. Auf jeden Fall ist da immer genau in dieser Villa ist immer diese Party, sagenumwoben, da sind da ist schon, da hat man schon die großen Weltautoren besoffen auf dem Kotzen auf dem Klo gesehen und so, hört man so. Und ich erzähle auch nur das, was ich höre, weil ich selbst natürlich als kleiner, mieser Dreckskomiker natürlich niemals als sowieso nicht satisfaktionsfähiger Typ sowieso nie auf diese Party eingeladen worden wäre. Und deswegen weiß ich so davon. Und deswegen, ich habe einmal bei der Robert Party, weil das mein Verlag ist, habe ich mal Joachim Unselt kennengelernt und bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ja, Herr Unselt und so, das war sehr peinlich, ist Jahre her. Sie machen ja auch eine Party und so, ich würde gerne mal kommen. Und er hatte mich so von oben herab so, wer sind Sie überhaupt, was wollen Sie von mir und so. Und dann wollte ich ihm so gefallen auf eine ganz furchtbare Art und habe dann erzählt, was ich so lese und so. Und dann hat er, was mögen Sie denn von Thomas Mann und so. Und dann habe ich gesagt, jetzt den Zauberberg gut, finde den Zauber, ist das Schlechteste. Und so, also es war, ich konnte es nur falsch machen und so. Göttlich. Auf jeden Fall, das nur als kleine Hintergrundgeschichte. Du warst da. Und jetzt erzähl deine Begegnung von Houellebecq. Also erstens mal, ich nehme dich sehr gerne mit, wenn es jemals wieder eine Buchmesse gibt und eine Unselt-Party, dann werde ich natürlich Joachim fragen, ob du da auch hinkommen kannst. Diese Partys sind wirklich legendär und da ist immer eine Lesung, also einer seiner erfolgreichsten Autoren, Bodo Kirchhoff, der hat auch vor 2 Buchpreis gewonnen, der liest da immer. Und an diesem besagten Abend hieß es eben, Houellebecq ist da. Und alle wussten, Houellebecq geht zu Unselt auf die Party. Deswegen war natürlich da ein Andrang ohne Ende. Und ich war auf dieser Party und nicht nur ist es gut, wie du siehst, dass ich rauche, sondern ich war eine Frau, ich war die Jüngste und ich habe getrunken und geraucht. Was Michel dazu verleitet hat, den gesamten Abend mit mir zu verbringen, woraufhin alle Journalisten vom Spiegel und von der FAZ empört immer gesagt haben, die macht da gar keinen Platz, der weicht gar nicht von der Seite. Und ich glaube, ich habe es am nächsten Tag entweder als Laura Karasek oder als unbekannte Blondine oder weiß nicht, in fast jeden Artikel geschafft, weil da immer stand, leider hat sich Michel Houellebecq nur mit dieser Frau unterhalten. Und die fühlten sich alle, wie soll man sagen, gekopplockt oder ich weiß gar nicht. Die haben gedacht, warum will der nur mit ihr reden? Und ich möchte das jetzt nicht so klingen lassen, als wäre ich so wahnsinnig begehrt, sondern ich hatte wirklich da wenig Konkurrenz, weil da sonst nur alte weiße Männer waren. Also mit wem soll Houellebecq auch sonst reden, als mit der einzig jungen, attraktiven Frau, die im Raum ist und die dazu auch noch raucht, trinkt und selber Bücher schreibt? Also das ist ja im Grunde wie ein Kapitel aus einem seiner Romane. Er war auch sehr, er ist schon ein, er hat schon, er ist schon faszinierend, er ist ja sehr unattraktiv, aber trotzdem
Ja, aber dennoch ist er wahnsinnig attraktiv. Also der stand da in seinem Anorak und rauchte Kette mit mir war eben auch froh, dass er nicht so viel Englisch sprechen musste, sondern mit mir Französisch sprechen konnte. Also mein passiver Wortschatz ist etwas größer als mein aktiver. Also ich habe dann auch oft nur genickt oder irgendwie so halb Englisch, halb Französisch. Aber er weiß schon, er sagte schon auch immer wieder zu mir: Je suis ein Star. Also ich bin ein Star. Sie wissen schon, dass Sie hier mit dem Star reden und so. Also er ist sehr eitel und nein, eitel ist das falsche Wort. Er ist ein Narzisst, aber er ist auch ein Genie und er macht es auf so eine charmante. Also er hat mir am Ende auch noch ein Zettelchen zugesteckt und mir eine Notiz darauf. Also ich habe einen handschriftlichen Zettel von Michel Houellebecq. Also Mit wenn seiner der mal, Telefonnummer? hä? Mit seiner Mit einer Nummer, Telefonnummer? ja. Echt? Er hat dir seine Telefonnummer aufgeschrieben. Das darf ich gar nicht sagen. Oh Gott, der bringt mich um. Naja, nein, aber seitdem haben wir uns auch nicht wiedergesehen und inzwischen ist er verheiratet. Und das Lustige ist, er hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr geheiratet und da war ich auf der Buchmesse und da kamen ganz viele Journalisten auf mich zu und haben gesagt: Laura, wie hast du die Nachricht verkraftet? Michelle ist jetzt verheiratet. Also so, als wäre mir jetzt der große Fang entgangen. Ich habe gesagt, es passt schon. Ist okay. Und wie hast du Ich das komme damit Gespräch, klar. wie hast du das Gespräch mit ihm erlebt? Also abgesehen davon, dass er dir gesagt hat, dass er ein Star ist, habt ihr euch dann, worüber habt ihr euch unterhalten? Und wie ist er im Gespräch? Weil ich habe ihn einmal gesehen in so einer, es gibt diese wunderbare Reihe bei Arte Durch die Nacht mit. Da gibt es Genau. eine der schlimmsten Folgen, ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn nicht, musst du sie sehen, wo er, Calixto Vieito heißt er, glaube ich, ein Regisseur aus Barcelona, den er trifft. Und das ist schon, es ist sicher 15 oder fast 20 Jahre her, dass das entstanden ist. Und es ist wirklich eine fürchterliche Nacht. Das ist also eine der schlimmsten Ausgaben, nicht weil sie schlecht ist, sondern einfach weil du so leidest, weil Houellebecq diesen armen, ihn bewundernden Regisseur, der seinen wunderbaren Roman Plattform umsetzen will Ja. als Theaterstück und der so viel von ihm wissen will und der so viel, der sich so interessiert und wirklich so eine Mischung aus Fan und Kollege ist, aber eben Theaterkollege, der ein Stück machen will. Und es ist so, du leidest so mit diesem armen Vieto mit, weil Houellebecq ihn wirklich so dermaßen abblitzen lässt und nicht mit ihm spricht und wenn dann immer nur so in Halbsätzen, je ne veux pas, je sais pas, je non, non. Ja, er ist schon ein Völlig. Snob. Er ist schon Bitte? arrogant, aber ich fand das schön, was du vorhin gesagt hast, als du uns selbst beeindrucken wolltest. Es ist ja immer so, dass wir die Menschen, die wir besonders anhimmeln und wo wir uns besonders anbiedern, die finden uns natürlich total uncool. Und die Menschen, die wir gar nicht beeindrucken wollen, die sagen immer: Mensch, also die Laura, die ist ja echt cool. Und ich denke Ja. immer so: Warum kann ich nicht cool sein bei den Leuten, von denen ich total Fan bin? Sondern dann wirkt man immer so bedürftig und so, ja, also so klettig oder irgendwie. Und ich glaube, was Houellebecq an dem Abend gefallen hat, ist, dass ich eben nicht mich angebiedert habe, sondern ich fand das natürlich aufregend, mit ihm zu reden. Aber ich war eben keiner dieser Journalisten, die er dauernd auf der Pelle hat, sondern der wollte einfach mal gemütlichen Wein mit mir trinken und nicht wieder die üblichen Fragen von irgendwelchen Literaturkritikern gestellt Ja. bekommen, sondern der wollte über Männer und Frauen reden. Ich habe ihm erzählt, dass ich in Frankreich zur Schule gegangen bin, dass ich da entjungfert worden bin. Also es Sein atmete aus. Thema. Ja, Sex ist sein Thema, ja. Ja, ich glaube auch privat, ne? Ja, aber wessen Thema ist es nicht, weißt du? Also, Ja, ja. natürlich. Ja, selbstverständlich. Bei ihm ist es, bei ihr ist, glaube ich, deshalb nur so auffällig, weil er einer der wenigen ist, die das in dieser krassen und einfach sehr, ja, vielleicht gar nicht mal krass, sondern eigentlich in einer sehr direkten, unmittelbaren Art und Weise beschreiben und darlegen. Und ich glaube, daher kommt auch immer diese unglaubliche Kritik, die er dann erlebt, die ich immer gar nicht verstehe. Weil ich ganz vieles von dem, was ihm als Sexismus ausgelegt wird, gar nicht sexistisch finde. Das ist einfach, das sind Figuren, die er das sagen lässt, die kommen aus einem bestimmten Milieu. Und ich glaube, dass vieles von dem, was diese Figuren denken und sagen, träumen oder erleben, ganz viel von dem ist, was sehr viele, oft Männer, natürlich auch im Geheimen denken und sich wünschen. Ich glaube, Houellebecq ist vielleicht einer der besten Seismographen und Spiegel, manchmal auch Zerrspiegel der Gegenwart, die wir haben. Ja, aber
ich glaube, was er natürlich kann, ist, er hat diesen unglaublichen Selbstekel und was für mich immer gute SchriftstellerInnen ausmacht, ist, wenn sie sich selbst, wenn sie auch in die eigenen Abgründe blicken. Also ich versuche auch beim Schreiben immer meine Figuren, ich mag Figuren nicht, die so in gut oder böse, sondern jeder Mensch ist so widersprüchlich und jede Schilderung, also jeder Mensch hat auch ganz eklige Seiten und dass er mit sich selbst ja auch so hart ins Gericht geht oder mit seinen Protagonisten, seinen männlichen, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ich finde, man muss mit seinen Figuren hart ins Gericht gehen, sonst werden sie irgendwie Telenovela-Figuren. Ja. Also sonst sind sie nicht gut. Hier hat jemand geschrieben, Jetzt bist du unterbrochen. So, ich bin ich hoffe, weg? ja, du warst kurz unterbrochen. Wir haben es noch gehört bis hier hat jemand geschrieben und dann warst du weg. Dass ich vielleicht die nächste Figur in seinem Roman werde. Aber ich fürchte, nein. Also Wenn, dann feiere ich das so hart ab. Also wenn mich jemand entdecken sollte, falls er von irgendeiner deutschen Kette rauchenden blonden Frau erzählt. Aber ich fürchte, dafür hat mein Eindruck dann doch nicht gereicht. ja, wahrscheinlich warst du dafür auch zu bewusst und in einem positiven Sinn zu kontrolliert bei dem, was du Ich erzählst. bin Aber eigentlich selten kontrolliert, Florian. Ich bin immer so, ich bin so ja. naiv, ich bin auf eine Art und Weise total naiv, weil ich immer so zutraulich und ich denke immer, ach, die meinen das bestimmt alle nicht böse, aber ja, irgendwann Ja. wird man leider eines Besseren belehrt. Kennst du das, dass man eigentlich so, ich möchte mir das auch bewahren, ich möchte nicht so misstrauisch an Menschen herangehen. Ja, das ist wunderbar. Da würde ich dich auch jederzeit dazu ermutigen, das zu tun, weil ich glaube, es gerade in unserer Branche, die ja doch eine sehr verwandte ist, ist einfach sehr, oder ich erlebe es so, dass es sehr viele Leute gibt, die auf ihrem Weg, egal wo sie anfangen, ob sie bei der Naivität anfangen oder von Anfang an mit einem Misstrauen in die Welt gehen, egal wo sie anfangen, oft dann bei so einer Verpanzerung und bei so einer Einigelung und so einer Unberührbarkeit enden. Und Ja. das finde ich, das finde ich immer schrecklich. Also wenn man dann so Gestalten trifft, Kolleginnen, Kollegen, ich habe es häufiger, ehrlich gesagt, bei älteren männlichen Kollegen erlebt, die dann so mit so einer Weltabgewandtheit und Ja. so einer Mischung aus Resignation und Verpanzerung über alles reden, alles gesehen, alles erlebt, alles Scheiße und egal, worüber man redet, alles Idioten und ach und sie werden von nichts mehr überrascht und ich habe immer den Genau. Verdacht, wenn du von nichts mehr überrascht werden kannst, wenn du von nichts mehr wirklich bewegt und beeindruckt werden kannst, dann kannst du letztlich auch nichts mehr abliefern, was irgendjemanden begeistern oder interessieren könnte. Also wenn diese Naivität, Verletzlichkeit, was auch immer in dir selbst gar nicht mehr da ist und nur noch Enttäuschung und Frust da ist, dann bringt es nichts mehr. Dann wirst du auch nach außen nichts mehr erzeugen. Dann ist es wahrscheinlich Zeit aufzuhören. Ja, oder dann bist du so verbittert. Also ich genieße das schon und ich hoffe, das kommt auch nicht, wenn man älter wird oder noch erfahrener, dass man irgendwie sagt, ich habe alles gesehen, ich bin total abgebrüht, sondern ich möchte gar keinen Panzer haben. Ich möchte auch noch, dass Dinge mich berühren. Natürlich ist das manchmal scheiße, wenn Leute einem eben sagen, ja, du musst dir ein dickeres Fell zulegen. Das haben sie mir schon in der Kanzlei gesagt, das sagen sie natürlich auch jetzt. Weil die Fernsehbranche ist ja auch nicht immer gnädig mit einem. Die Kritiken sind nicht gnädig. Die Social Media ist voller oder kann voller Hass sein. Und ich will aber gar kein dickeres Fell, weil ich denke mir, dann kommt ja auch das Gute nicht mehr. Also dann freue ich mich ja auch nicht mehr über das, was schön ist. Und irgendwie denke ich, warum soll ich mir ein dickeres Fell zulegen? Sollen doch die anderen Leute vielleicht etwas liebevoller im Umgang sein? Also wenn wir alle uns einen Panzer zulegen, kommen wir ja auch nicht weiter, oder? Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, die Herausforderung besteht vielleicht darin, sich tatsächlich punktuell auch ein dickes Fell zuzulegen.
Gerade da, wo es nicht anders geht, also gerade wo es um die Frage geht, wie geht man mit Social Media um, wie geht man mit gewissen Reaktionen um, die einfach sehr häufig sind, wo es, glaube ich, schon gut ist, an einem gewissen Punkt zu sagen, ich muss mich da auch distanzieren und ich muss da nicht alles ernst nehmen, was da kommt. Aber wahrscheinlich ist die Schwierigkeit, beides zu schaffen, an der richtigen Stelle sich ein dickes Fell zuzulegen und trotzdem empfangsbereit zu Ja. bleiben und trotzdem an der richtigen Stelle durchlässig und Total. in einer bestimmten Form vielleicht transparent zu bleiben. Ja, eigentlich muss man irgendwie auch so einen Filter haben. Also man muss irgendwie sagen, man hat da so ein Sieb und man lässt halt die schönen Sachen an sich ran und die anderen blendet man aus. Aber das muss man noch lernen. Also ich kann das nicht immer so ab. Es kommt ja auch darauf an, mit was. Ich weiß nicht, wie gehst du damit um, wenn irgendwie deine Shows oder wenn deine Auftritte streng kritisiert werden. Nimmst du Das dir das kommt zu immer, Herzen? das kommt im Jahr sehr oft nicht. Es kommt immer darauf an, weil es gibt sehr viele Kritiken, die so sind, dass ich denke, ja, das habe ich selber auch schon erkannt. Also man ist ja im besten Fall immer selbst sein härtester Kritiker und sieht natürlich vieles von dem, was man, was andere wahrnehmen, schon vorher und denkt dann, ah, scheiße, du hast es auch gesehen, Glückwunsch, aber ich auch. Und im besten Fall war man schneller als der Kritiker. Vieles ist auch einfach so, ja, da müssen auch oft, da muss natürlich auch ein Kritiker seine Zeilen vollschreiben. Und dann gibt es ab und zu so ausgewählte Kritiken, wo ich dann sage, oh scheiße, der hat echt was Tieferes erkannt, der hat wirklich was verstanden. Und wenn man, ich finde immer krass, wenn man erwischt wird. Also wenn man erwischt Ja. wird bei einem Fehler, den man gemacht hat oder bei einer zu kritisierenden Sache, die man selber aber nicht wahrgenommen hat, und dann liest man das und denkt, verdammt nochmal, da Scheiße. hat aber der Selbstregulationsmodus ganz schön versagt. Das ist dir durch jede, auch durch die innere Abnahme gegangen. Das hättest du merken müssen. Da Ja. hat er was Richtiges drin. Er hat mehr von dir verstanden in einem bestimmten Moment als du selbst. Und das sind dann die Momente, wo Kritiken hart werden, wo du denkst, oh, das. Oder sagen wir es anders, wo sie wahrscheinlich erst wirklich produktiv werden, weil du anfängst, dir über etwas Gedanken zu machen und denkst, oh, das hab ich nicht gesehen, das habe ich übersehen. Und dann setzt meistens ein langer, manchmal schmerzvoller, aber guter, reinigender Prozess der Selbstkritik ein. Ja, aber schmerzhaft ist er schon. Ja. Jetzt habe ich dich. Jetzt müssen wir natürlich noch über eines reden, worauf wahrscheinlich jetzt auch alle warten, wenn wir in dieser Zeit mit dir sprechen. Du gehst aufs Traumschiff. Das habe ich gerade schon gesehen unten in den Kommentaren. Ja, ich habe es natürlich Laura auch heute auch in der Vorbereitung gelesen. ist. Und darf ich gratulieren? Du darfst zu der Rolle gratulieren. Ja, es ist eine fabelhafte Rolle. Ich bin Offiziersanwärterin. Das heißt, ich lerne von Flori alles um. Nicht von mir, nicht von mir. Nein, vom Silbereisen, dem. Scheiße. Das ist nicht gut. Immer dicker Silbereis. Der macht mir alles kaputt mit seinem scheiß Namen. Keine Grüße, bitte. Ja, wir haben das schon gedreht und da war noch kein Lockdown, deswegen ging das auch noch ein bisschen einfacher. Und ich bin sehr gespannt, wie es. Ich habe nicht drauf gewartet, schreibt jemand. Ja, gut. Harald Schmidt, genau. Harald Schmidt war leider nicht da bei dem Dreh, aber es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich muss wirklich sagen, das Traumschiff ist wirklich diese Crew da, das ist eine richtige, so blöd und klischeehaft das klingt, das ist voll die Family. Also man kommt da an und die sind alle nett und die sind schon total eingespielt und man wird da aber ganz herzlich aufgenommen und man darf da mit dabei sein. Also ich habe es wirklich sehr geliebt, weil ich wollte ursprünglich auch mal Schauspielerin werden und habe aber kein Talent, aber ich habe jetzt fürs Traumschiff, also für die Offiziersanwärterin, da musste ich ja nur ehrfürchtig sein und den Captain anhimmeln, dafür hat es gereicht. Ich wollte gerade die Gag mal, ich wollte mal Schauspieler werden, ich habe kein Talent, aber fürs Traumschiff hat es gereicht. Für Sonntag Nein, das ist ganz 21:15 Uhr toll, ZDF hat wirklich. es gereicht. Und gerade wann, wenn ich jetzt Ja. brauchen wir in diesem. Oh, jetzt ist, glaube ich, die Stunde vorbei, oder? Ja, wir sind schon über der Stunde, aber das spielt keine Rolle mehr zum Glück. Ach so, das brechen die nicht mehr ab. Ich dachte Nein. immer, die Die brechen das ab. Ein-Stunden-Grenze hat Instagram endlich abgeschafft. Sie haben verstanden, dass es Menschen gibt, die länger miteinander reden können und dass es auch sinnvoll ist, wenn man länger Für miteinander uns, redet. oder? Nur Nur für für uns. uns.
Nur für uns, ja, weil ich auch immer hier überzogen habe bei allem, was ich gemacht habe. Okay, wann habt ihr das Gerät jetzt im Sommer, zwischen erstem Lockdown und jetzt oder schon komplett vor Corona? Nein, im Sommer. Ja. Und was für eine Route seid ihr gefahren? Keine große Route, weil da war ja schon Pandemie. Okay, in der Nordsee rum oder wie? Oder? Ja, so ungefähr. Aber es sieht aus wie Bali. Natürlich. Ein Teil davon ist auch noch gedreht worden im Januar und Februar vor Ausbruch der Pandemie. Aber ein Teil ist eben im Sommer in Deutschland gedreht worden, ja. Aber da hatten wir hatten schönes Wetter und wie gesagt, so eine Uniform, also das ist alles da unfassbar professionell und gut vorbereitet und man hat da eine geile Zeit auf dem Boot. Ich kann es nicht anders sagen. Wie lange warst du auf dem Schiff? Ah, nicht lange. Ich musste zweimal hin und her, also vielleicht insgesamt 6 Tage, 7 Tage. Die du komplett gedreht hast. Das heißt, du hast da nicht länger Zeit verbracht. Nein, man reist dann auch wieder ab, weil da kommen ja dann andere und es ist ja Pandemie und man muss ja auch natürlich, wenn man nicht dreht, immer Mundschutz tragen und so. Und Naja. wir haben auch vorher einen Corona-Test alle gemacht und Ja. zwischendrin und so. Also, aber man, da ist also dieses an Bord sein. Ich weiß nicht, ich sehe mich da jetzt noch nicht in dem Alter, aber und es ist ja auch sehr umweltschädlich, wie man weiß. Aber also so war das, was die da berichtet haben. Da wird dann abends Karaoke gesungen und so. Ja, Captain Laura schreibt hier einer. Naja, also wenn es irgendwann mal soweit ist, dass wir eine Kapitänin haben, dann ist der Feminismus da, wo er hin muss. Absolut. Auch genau, auch wenn es dem Klima schadet, Hauptsache Feminismus ist ein Ziel. Genau. Nein, ich habe das, also ich weiß das nur von Harald, der mir das häufiger erzählt hat, dass er im Grunde das Traumschiff dreht, weil er ehrlich gesagt im tiefsten Inneren einfach ein Kreuzfahrer ist und weil er es einfach geil findet, weil er gern durch die Welt fährt und weil er gerne im Winter einfach vor Bali rumschippert und zwischendurch noch ein bisschen dreht und ein bisschen Geld verdient. Und von Harald ist ja auch der schöne Satz, Drehort vor Inhalt. Das ist ja die Begründung für ihn, warum er aufs Traumschiff gegangen ist. Und er ist natürlich auch in so einem Alter, wo man sagen kann, ja, okay, da ist das wahrscheinlich tatsächlich vielleicht eine angemessene Beschäftigung für den Vor- bis Ruhestand. Und ich glaube, dass das in der Vor-Corona-Zeit wahrscheinlich tatsächlich sehr lustig war, weil ich glaube, da war er irgendwie 14 Tage an Bord, hatte da irgendwie eine nette Suite mit Balkon und Genau. hat davon, keine Ahnung, 7, 8 Tage gedreht Genau. und hat sich den Rest der Zeit, saß den Rest der Zeit auf der Suite und hat versucht, möglichst wenige echte Passagiere zu treffen, die damals noch in großer Zeit zeitgleich mit den Dreharbeiten auch an Bord Genau. waren. Aber ich werde mir, das finde ich einen wahnsinnig guten Ratschlag, den du mir da gerade quasi über Harald Schmidt mitgeteilt hast. Drehort vor Inhalt. Also das toppt alles. Dann hätte ich ja quasi, ich habe mal was in Bad Harzburg gedreht, das hätte ich dann vermutlich nicht machen sollen. Das glaube ich auch. In Bad Harzburg bin ich schon aufgetreten. Mag nett sein, vielleicht lag es daran, dass ich immer erst zur Einbruch der Dunkelheit komme und noch während der Dunkelheit die Orte wieder verlasse, in denen ich auftrete. Aber ich habe auch nichts Schönes gesehen. Aber vielleicht lag es an der Dunkelheit. Aber ich habe auch gehört, es ist nicht so spannend. Du, es war durchaus schön, aber ich weiß nur, dass es war kalt und da war eben nichts und ich hatte nachts das Gefühl, da kommt gleich ein Bär durch meine Hütte rein. Also nächstes Mal, ich hoffe, das Traumschiff nimmt mich nochmal und dann ist vielleicht keine Pandemie und dann fahre ich mal mit denen irgendwie durch den Panama-Kanal oder nach Mauritius oder sowas. Durch den Panama-Kanal nach Bad Harzburg, falls Genau. da ein Fluss durchfließt, dann machst du eine Flusskreuzfahrt. Das wird nie gezeigt im Fernsehen, eine Flusskreuzfahrt. Ganz viele Leute machen Nein. Flusskreuzfahrten. Warum gibt es kein Traumschiff mit Flusskreuzfahrten? Die Donau rauf und runter. Gibt es kein Film, keine Serie. Würdest du beim Traumschiff mitspielen? Gute Frage. Die Frage hat mir schon mal jemand gestellt. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht ausschließen. Es käme wirklich auf die Rolle an. Und ob ich da das Gefühl habe, dass ich da entweder komödiantisch, also Harald ist ja letztlich auch in seiner Rolle immer im Grunde Komiker. Und du siehst ja, Ja. man sieht ja nicht Harald da, weil er jetzt ein besonders überzeugender Schauspieler ist, was er auch nie sein wollte und auch wirklich nie war, sondern weil er einfach letztlich sich selbst spielt, nur eben in Form einer weiteren Karikatur oder einer weiteren
Knallcharge. Und das sage ich nicht, weil ich ihn schlecht finde, sondern weil er es wahrscheinlich selber so sagen würde. Und ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich es machen, ja, vielleicht hätte ich Bock. Aber ich glaube, ich würde eine andere Filmrolle vorziehen, wobei ich auch nicht wüsste, welches sein soll, weil ich kein Schauspieler bin, die Ausbildung nicht habe und einen ungeheuren Respekt habe vor guten Schauspielern. Ich auch, total. Aber ich wäre gerne auch eine geworden oder ich würde zum Beispiel total gerne mal synchron machen. Weißt du? Okay. So ein Disney-Film. Ja. Echt, das reizt Weiß ich nicht, dich? so eine böse Krake sprechen oder sowas. Ja, stimmt, das habe ich mir jetzt noch nie so. Ich habe sowas Ähnliches mal gemacht, nur deutlich langweiliger. Ich habe oft Texte für Arte-Sendungen gesprochen. Oh, auch okay. Ja, genau so habe ich auch gesehen. Auch okay, das ist genau die richtige Formulierung. Das habe ich als in meiner Studienzeit, als ich in Freiburg studiert habe, da gab es so ein Studio in Kehl. Kehl am Rhein ist ein kleiner Ort an der Grenze zu Straßburg. Und da gab es so ein Studio, sind immer die Filme aus Straßburg von Arte rübergekarrt worden auf die deutsche Seite. Und da wurden da Leute angerufen, die irgendwie für Musik und andere Magazine dann irgendwelche Overvoices von irgendwelchen französischen Rappern sprechen mussten oder von irgendwelchen Jungschauspielern aus Frankreich. Und da wurde ich da ab und zu angerufen, habe ich die angesprochen und fand es mega, wenn ich mich dann abends bei Arte gehört habe. Natürlich, das fände ich auch mega. Aber so richtig synchron, ja, das hat schon was, das stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kriegen wir noch. Das Ja, schaffen wir noch. Ich sag ja, absolut. man muss noch Ziele haben. Richtig. Wir sind ja noch so jung, Laura. Wir sind noch so jung. Auch wenn ich langsam daran zweifle, ob es noch so ist. Bei mir, bei dir schon. Naja, du bist ja, bei einem Mann zählt ja leider unfairerweise eine andere Zeitrechnung. Also du bist ja viel jünger als ich sozusagen. Obwohl ich 3 Jahre älter bin, wenn ich das mal an der Stelle einwenden darf. Meine Ja, 30 ist. aber du Ja? weißt, was ich meine. Ja. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem für dich? Also diese, das meine ich, das ist eine ganz ernsthafte Frage. Die Wahrnehmung, dass das oder das Problem, das viele Frauen schildern in unserem Beruf, dass Alter eine andere Rolle spielt, dass man sozusagen früher ja, in der Wahrnehmung vieler Medienschaffender und vielleicht auch der Zuschauer schneller älter ist. Ist das für dich ein Problem? Ist es schwieriger als Frau, älter zu werden in den Medien, in denen du dich bewegst? Ich fürchte schon. Also ich glaube, das hat nicht nur was mit diesem Beruf zu tun. Da ist es wahrscheinlich noch mal schwieriger, weil es ja auch viele Schauspielerinnen gibt, die sagen, es gibt keine guten Rollen mehr. Also ich habe dazu neulich eine Sendung gemacht. Ich habe ja eine Sendung bei ZDF Neo und die läuft jeden Donnerstag. Und wir haben eine Sendung auch zum Thema Sexismus gemacht, die noch ausgestrahlt wird nächste Woche, glaube ich. Diese Woche ist was anderes. Faisal Kabusi ist diese Woche und Heiko und Roman Lochmann, die sind jetzt am Donnerstag da. Und da ist zum Beispiel die Statistik, dass auf über 40 kommen auf eine Frau im Fernsehen 4 Männer und über 50 kommen auf eine Frau im Fernsehen 8 Männer. Und wenn du das aber auch noch als Gesellschaft, also da sagte jetzt, schrieb euch ja auch gerade jemand, nicht nur im Beruf, natürlich sind auch die, also wenn wir von der blöden biologischen Uhr sprechen, wenn wir davon sprechen, wann Frauen gewisse Entscheidungen treffen müssen im Leben, wann sie Kinder kriegen wollen, ob sie Kinder möchten, wie sie altern, wie alt sie sein dürfen, wie alt sie aussehen dürfen. Ich glaube, da haben es Männer doch durchaus besser. Trotzdem wäre ich nicht gern ein Mann. Ich sage nur, wie es ist. Ja. Ja, wahrscheinlich, ja, du hast völlig recht. Ich bin auch ganz froh, ein Mann zu sein und keine Frau. Aber das ist in jeder Hinsicht zutiefst ungerecht. Da hast du absolut recht. Also das ist einfach, das fängt bei der Biologie an. Das geht aber eben auch in Bereiche rein, die wir längst ändern könnten. Nämlich, warum sind so wenige Frauen über 50 zu sehen? Also es gibt ja auch, die Mehrheit der Bevölkerung ist über 50. Die Mehrheit aller Frauen, die leben, sind über 50. Warum werden sie nicht entsprechend abgebildet? Warum werden sie nicht gezeigt in dem, was sie ausmacht? Und es ist ja keineswegs
keineswegs so, dass Frauen, die über 50 sind, unattraktiv sind. Männer werden auch attraktiver mit dem Alter, angeblich. Warum sollen das denn Frauen nicht sein? Und es gibt und gab so viele hochattraktive Frauen, die über 50 sind. Und die Attraktivität von Menschen, von Männern wie von Frauen ändert sich eben. Es ist eine andere Attraktivität als mit 20. Und warum soll die nicht genauso abgebildet werden? Verstehe ich nicht. Die Lebensrealität von Frauen über 50 ist doch ein Riesenthema. Lest mal Unsichtbare Frauen. Ja, das habe ich auch schon auf meiner Leseliste. Es gibt dazu ja viele Artikel und Bücher und so. Und ich hoffe natürlich, dass sich das jetzt ändert und dass jetzt das Bewusstsein dafür auch geschärft wird und dass gesagt wird, Moment mal, diese Geschichten sind auch erzählenswert und hörenswert und sehenswert. Und ein bisschen ändert sich es ja auch langsam, aber eben noch nicht genug. Und deswegen, ob ich davor Angst habe, Angst wäre vielleicht zu viel gesagt. Ich habe natürlich Angst vorm Alter, aber nicht wegen des Berufs, sondern weil ich mich jetzt noch irgendwie, ich kann noch alles machen. Ich kann jede Treppe hoch tanzen, wenn ich möchte. Natürlich hat man Angst vorm körperlichen Verfall und vor Verwundbarkeit und so, aber das geht ja viel tiefer als nur, aber es gibt sicherlich auch eine gesellschaftliche Angst, dass man als Frau schon denkt, naja, wer weiß, wie lange ich noch gesehen werde, wie lange ich von potenziellen Sexualpartnern noch wahrgenommen werde. Also das ist sicherlich etwas, womit Frauen ab einem gewissen Alter mehr hadern müssen als Männern, weil bei Männern reicht ja oft, sage ich mal, der Erfolg dann aus, wenn sie alt sind. Es wäre schön, wenn es bei Frauen auch so wäre, dann würde ich mich jetzt richtig anstrengen. Genau, bei Männern reicht es, egal wie sie aussehen, es ist tatsächlich so, aber dazu gehören dann auch beide Geschlechter, ne? Dass Männer erfolgreich, aber zum Teil auch unattraktiv oder verlottert altern können und trotzdem haben sie Frauen an ihrer Seite, die bedeutend jünger sind und bedeutend attraktiver und oft auch intelligenter als sie und da spielen natürlich auch beide Geschlechter mit. Ja. Guck dir Wellbeck an. Naja, gut, der ist schon Genie, aber ja. Aber auch zum Beispiel. Also er läuft auf jeden Fall verlottert rum. Darauf kann man sich nur einigen. Es ist natürlich auch Social Media. Und, also natürlich, ich verstehe auch, ich will darüber gar nicht jammern. Es ist auch so, aber es gibt natürlich, wird uns allen immer vorgegaukelt, du musst jung sein und du musst noch geiler werden und du kannst an dir arbeiten und du musst dich selbst optimieren und du musst noch krasser sein. Und ich glaube, dass man natürlich auch selber schuld ist, wenn man sich davon unter Druck setzen lässt. Aber ich kann mich davon leider auch nicht ganz frei machen. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, du, Florian, also das macht mir überhaupt nichts und gesellschaftlich spüre ich da gar nichts. Das stimmt einfach nicht. Also das ist, die französische Schriftstellerin, soll ich nochmal sagen. Karine Thuil und Leila Slimani, ganz tolle Schriftstellerin. Das ist hier interessanter als Spanien gegen Deutschland. Na, das ist doch mal was. Oder? Das ist doch das größte Kompliment, was wir bekommen können. Können wir das bitte abdrucken? Das mache ich auf meinen Twitter-Account. Ja, ja. Genau. Schröder und Karasek. Interessanter als Spanien gegen Deutschland. Aber sehr schön. Macht ihr das Alter zu schaffen? Nee, eigentlich nee. Also es gab mal so eine Phase, wo ich, aber das war wirklich so eine Phase so von ein paar Jahren, wo ich mir dachte, oh, jetzt bist du bald nicht mehr der junge Nachwuchs, die junge Nachwuchskraft, die alle überrascht und irgendwie sozusagen den Welpenschutz genießt. Da habe ich immer gemerkt, jetzt wechselt das und jetzt bist du irgendwie etabliert. Und ich habe mich selber aber dann so wenig etabliert gefühlt und habe gedacht, oh, um etabliert zu sein, müsstest du doch viel mehr können. Und warum kannst du nicht so viel, wie du können müsstest, um so etabliert zu sein, wie du jetzt gehandelt wirst, falls das nachvollziehbar ist, wie ich das gerade formuliere. Aber mittlerweile hat sich das so ein bisschen verloren. Und insgesamt würde ich aber tatsächlich sagen, dass ich glaube, ich schon, je älter in Anführungsstrichen ich wurde, desto mehr bin ich zu mir selbst gekommen und desto weniger klaffte die Lücke zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung und zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Dichtung und Wahrheit, zwischen dem, was ich beansprucht habe zu wollen
und dem, was ich dann offensichtlich auch konnte oder dem, was ich für mich erreichen wollte und dem, was von außen zurückkam. Also so der Platz, den man ja immer so sucht und den man lange dann auch versucht einzunehmen, manchmal nicht einnimmt, aber so tut, als ob. Irgendwann merkt man so, ah, langsam kommt das, wachsen die Dinge so zusammen und es fügt sich mehr, es fügen sich mehr Dinge. Und es kommt so in mehr alles in einen Gleichklang. Also das Außen, die Außenwelt, die anderen, das Fremde und das Eigene. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Und das ist jetzt aber nicht so unmittelbar auf Alter bezogen, sondern eher auf so ein Heranwachsen. Ich verstehe das total, was du sagst, dieses, dass man denkt, man müsste jetzt doch erwachsen sein oder man müsste jetzt darstellen, dass man etabliert oder man ist schon, einem wird sowas zugetraut und man selber denkt, aber ich denke ganz oft so, ich bin eigentlich immer noch der Teenager, der ich schon vor 20 Jahren, also ich selber sehe mich gar nicht als eine erwachsene Frau oder Mutter oder so, also dass man mir Dinge zutraut oder so, sondern ich weiß total, was du meinst, was du da eben beschrieben hast mit diesem. Das klafft noch so ein bisschen auseinander, wie andere einen sehen und dass man selber denkt, ja, ich fühle mich aber gar nicht etabliert. Ich fühle mich immer noch wie so ein Newcomer oder Nesthäkchen und so. Oder man denkt immer, man sei irgendwie eine Mogelpackung oder man hat noch gar nicht, also man gehört da noch gar nicht hin oder man ist doch noch gar nicht so weit oder so alt oder so reif. Und andere sehen einen aber so. Also wenn ich joggen gehe und ich jogge an so Teenagern vorbei, die da im Park einen kiffen, dann möchte ich eigentlich so sagen, yo, hi, ich bin eine von euch. Aber dann fällt mir auf, für die bin ich halt ein Mensch, den sie siezen würden. Ja, also Ja, und bin nicht mehr eine von denen. gleichzeitig ist es in der Anfangsphase so, dass man, mindestens war es bei mir so, dass man wahnsinnig viel behauptet und es ist sehr viel Behauptung, es ist sehr viel. Total. Sehr viel Größenwahnsinn, der auch mit wenig Substanz gefüllt ist. Also Größenwahn ist ja nichts Falsches und nichts Schlimmes, aber wenn es so ein hohler Größenwahn ist, so wie ich, glaube ich, am Anfang drauf war, dass man einfach so mit so einer Hoppla, da bin ich und jetzt beachtet mich Ja. mal Haltung in die Welt stößt, aber eigentlich dann, Hallo. genau, aber unter der Oberfläche dann noch gar nicht allzu viel ist, weil da auch noch gar nicht so viel sein kann, dann klafft eben da eine Lücke. Und ich glaube, solche Lücken meine ich, die sich dann irgendwann mit der Zeit so anfangen zu schließen oder eher zu schließen. Ja, total. Was schreiben die Leute? Frauen sind bewusster als Männer, das mag sein. Ja. Das mag der Fall sein. Das liegt wahrscheinlich am Testosteron. Ich weiß immer gar nicht, ich bin gar nicht so ein Freund von so generalisieren, also ne, Ich Frauen auch sind nicht. so, Männer. Es gibt so viel Varianz innerhalb der Geschlechter sozusagen. Also es gibt so viel, deswegen finde ich, dass es gibt halt, ja, ich bin auch emotional und ich bin eine Frau, aber ich bin auch laut und das ist für eine Frau ja auch schon empörend. Insofern, also weißt du. Jetzt hängst du wieder. Eieiei. Na, kommst du wieder? Es hängt. Das Internet in Frankfurt ist einfach so schlecht. Das Internet in Frankfurt kommt aus Mainz, nee, aus Wiesbaden. Und deswegen hängt das Internet, weil Internet in Frankfurt, ganz, ganz schlechte Wahl. Ob wir das Gespräch jetzt beenden müssen ohne Abschied, das wäre natürlich sehr traurig. Oh, jetzt ist sie weg. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, hoffentlich kommt sie wieder. Komm, ich probiere es nochmal. Komm, wir holen sie nochmal dazu. Und dann sagen wir Tschüss. Meld dich doch nochmal. Laura, du bist weg. Wo bist du hin? Laura, melde dich. Wahrscheinlich ist jetzt der Akku leer. Sie hätte schon irgendwas gesagt von unter 20%. Ah, hier, da sind wir. Komm, zack, wir gucken. Da ist sie wieder. Ei, 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 ei. Was war das jetzt? Ah, Mann, Mann, Mann. Wo ist sie denn? Hier Da bin ist sie ich. wieder. Mein Akku ist leer. Bist du aufs iPad umgestiegen? Nein, ich bin auf mein BlackBerry. Das ist noch so ein Überbleibsel von der Kanzlei. Aber ich glaube, da ist die Kamera ganz schlecht. Mein Akku ist leer. Hier, mein iPhone ist leer. Verdammt nochmal, ich habe es fast geahnt. Ich habe es gerade gesagt, als du weg warst, als du vorhin schon gesagt hast, 20%, dass dein Akku bei 20% ist, wusste ich schon, das geht nicht mehr lange gut. Dafür hat es lange gehalten. Scheiße, tut mir leid.
Mach doch mit. Aber jetzt hat hier hat jemand auch so lustig geschrieben, kaum sagt Laura, sie ist laut, schon macht Instagram sie So zu. ist es. Du musst hier nur das Wort laut sagen, schon ist Ende Das ist Gelände. ein Zeichen, Florian. Absolut. In dem Moment, in dem du laut sagst, ist Schluss mit lustig. Ja, das Bild auf dem BlackBerry ist tatsächlich so ein bisschen mehr wie in einer Anwaltskanzlei. Es ist wesentlich kühler, das Bild. Es ist wesentlich Ah härter. ja. Es ist deutlich weniger Weichzeichner drauf als auf dem iPhone. Also es ist Hier, letztlich wie gemacht für Anwälte. kann hier so einen richtigen Filter mal nehmen. Guck mal, was haben wir denn Oh hier? ja, oh, das ist so ein richtiger BlackBerry-Filter, uralt. Oh, boah, das sieht echt oh, Oh Gott. ganz. Okay, müssen wir aufhören, Ach du, Florian. so langsam, wir haben. Wir können es ja noch mal machen. Gerne, wir haben jetzt noch 1,5 Stunden gesprochen. Die Tatsache, dass das BlackBerry noch zum Einsatz kommt, finde ich eine sehr schöne Reminiszenz an eine lange vergessene Vergangenheit, in der es noch BlackBerries gab, die man heute nur noch in Oder? Anwaltskanzleien benutzt, in denen Rockstars sitzen, die es nie geworden sind. Genau. Nein, wir können das sehr gerne fortsetzen, Laura. Das war ein sehr schöner Abend. Ich danke dir sehr für das Gespräch, für deine Offenheit. Es war super spannend. Oh, was ist das für ein Filter? Ich danke dir sehr für deine Einladung. Das ist ein Filter, den kriegen nur Anwälte. Boah, der sieht krass aus. Damit kannst du aber manch einen Mandanten in die Flucht schlagen, weil das geht so ganz schnell vor und zurück, so als wärst du völlig, als hättest du Oh Gott, schwer schrecklich. psychedelische Ich Drogen sehe mich genommen. selber gar nicht mehr. Ich sehe nur noch dich. Insofern, ich gebe auf. Meine Eitelkeit muss besiegt werden. Okay. Nein, Florian, ich habe es sehr genossen und ich hoffe, die Menschen, die zugeschaut haben, auch. Und ich mache es jederzeit wieder mit dir. Und das ging sehr, sehr schnell. Wir haben noch gar nicht alle Themen besprochen, Nee. aber Es gibt so danke viel für die mehr. Einladung. Sehr gern. Ich danke dir sehr, dass du Zeit hattest. Wir setzen das auf jeden Fall gerne fort, wenn du möchtest. Schreib mir über Instagram. Du hast mich ja über Twitter angeschrieben. Jetzt kommunizieren wir über Instagram, So wenn wir machen wir schon hier das. sind. Zum Schluss hätte Cool. ich gerne noch für unsere Playlist, die wir hier eingerichtet haben, Balkonsongs für die Quarantäne, einen Song, denn jeder Gast darf einen Song hinterlassen, der ihm was bedeutet. Das kann alles sein. Ist bei Spotify zu finden, die Playlist. Und was ist dein Wunsch? Mein Wunsch ist von Phoenix, also Phoenix. Sehr gute Band. Ja, der Sänger ist mein Cousin und der Bassist ist mein Ex-Freund. Nein, Ja, da sind wir tatsächlich. wieder bei den Franzosen. Phoenix, If I Ever Feel Better. Ach, das ist ein schöner Song. Guck, das wusste ich nicht, dass du sogar zu so einer Band familiäre Verbindung hast. Ich dachte, es bliebe bei der Literatur. Nein, auch in die Musik strahlt die Familie Karasek aus. Und wie? Na, aber hallo. Vor allen Dingen, Sie haben im Gegensatz zu mir schon Grammy gewonnen. Das kommt noch, das kommt noch. Aber erst kommt der Deutsche Ich glaube da Fernsehpreis ganz fürs fest Traumschiff. dran. Fürs Traumschiff, genau, da kriege ich erstmal ein Bambi und weiß ich nicht, eine Lola und sowas, Und einen oder? Grimme-Preis. Grimme-Preis, wo ist der überhaupt? Ja, der Ja. kommt bald fürs Traumschiff. Laura, ich danke Oder dir. für. Ja, ich danke dir sehr und ich glaube, für unser Insta-Live hier kriegen wir auch einen Grimme-Preis. Also jederzeit wieder, wir verabreden uns und Leute, danke fürs Zuhören, bleibt gesund, bleibt tapfer und bleibt vergnügt. Genau, danke dir. Ich bin morgen wieder da. Dann ist Arzt und Mediziner Professor Eckhard Nagel wieder zu Gast, wie jeden Mittwoch. Freitag kommt Thomas Pastorf. Ich danke dir, Laura. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Ciao! Tschüss, ciao.